Ja, hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es einmal um eine charttechnische Analyse zum Litecoin. Litecoin sollte eigentlich jedem Kryptoinvestierten ein Begriff sein. Eine der Kryptowährungen, die mit am längsten eigentlich schon auf dem Markt sind und auch gut etabliert sind. Und man sagt auch gerne immer, dass der Litecoin das sogenannte Silber zum Bitcoin Gold ist. Ja, wir machen heute mal eine charttechnische Analyse. Da der Litecoin doch extrem stark gefallen ist, also hier wirklich am untersten Punkt war Litecoin wirklich 75% down. Ja, also im Vergleich dazu haben sich Währungen wie ADA, Bitcoin, Ethereum etc. sehr, sehr gut eigentlich noch gehalten in diesem Crash. Litecoin hingegen hat ordentlich auf die Mütze bekommen. Dementsprechend wollen wir das jetzt mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Dazu gehen wir einmal in den 4-Stunden-Chart, um uns das Ganze ein bisschen übergeordneter anzuschauen. Wir sehen hier erstmal in Blau diese große Abwärtssequenz. Ja, das war eben der sogenannte Crash. Hat man eben hier in diesem Bereich eigentlich schon vermuten können, dass es ordentlich bergab gehen wird. Dementsprechend den Bereich haben wir im Vorfeld definiert und genau dort ist er auch hingelaufen. Also tiefster Punkt in dem Fall waren hier 118, knapp 120 Dollar. Wir haben für den Litecoin also aktuell nur bärische Struktur. Sehen wir dann hierbei, da haben wir erst wieder einen versuchten bullischen Aufbau gehabt, der aber deutlich gescheitert ist, dadurch, dass es hier dann wieder weiter bergab ging. Ja, dadurch habe ich im Vorfeld hier dann schon die bärische Sequenz eingezeichnet und hier am 2.3. Juni haben wir eigentlich schon sehen können, dass es vermutlich noch deutlich weiter bergab geht mit dem Ziellevel hier unten und siehe da, genau dort ist der Markt auch hingelaufen. Das also erstmal übergeordnet zu dieser Struktur. Was wir jetzt eigentlich brauchen, wäre mal eine entgegengesetzte Korrektur, sprich eine gesamte Korrektur von der gesamten Abwärtsbewegung, also seit dem Hoch bis zum tiefsten Punkt. Das wäre dieser blaue Bereich hier. Da sollte der Litecoin eigentlich erstmal wieder hinkommen. Wenn wir jetzt mal in einen tieferen Timeframe springen, sprich in den 30-Minuten-Chart, haben wir wie gesagt diese Struktur hier. Und von dieser Abwärtssequenz haben wir hier erstmal das schwarze Level. Also das ist das Korrekturlevel von dieser Abwärtsbewegung hier. Ja, der Bereich ist interessant hier von ungefähr 160 Dollar bis 175 Dollar. Stellt einen interessanten Verkaufsbereich dar. Zumindest aus trade-technischer Sicht, wer jetzt natürlich, wem es natürlich rein um das Hodeln geht, dem kann grundsätzlich egal sein, ob er natürlich jetzt hier irgendwo bei 120 Dollar, 140 Dollar oder 170 Dollar einsteigt. Wenn man den Litecoin irgendwo in 2-3 Jahren vielleicht tatsächlich sogar bei 1000 Dollar sieht. Es geht jetzt aber hier um das aktuelle Marktverständnis und gegebenenfalls auch den Litecoin zu traden, also sprich Short-Term-Sicht. Und dazu müssen wir immer das Spiel der Big Player berücksichtigen, sprich wer natürlich hier eingestiegen ist bei 100 Dollar, 110 Dollar, der wird in diesem Bereich hier 50-60% Profit gemacht haben. Ja, das mag für uns Kleinanleger, wenn wir vielleicht 100 bis sogar 1000 Dollar investiert haben, nicht ganz so viel sein, dafür können wir uns weder ein Auto noch ein Haus kaufen, aber es gibt Leute, die haben an dieser Stelle 10 Millionen beispielsweise reingepumpt und wenn du 3 Wochen später von einem 10 Millionen Dollar Investment auf einmal auf 15 Millionen hockst, ja, dann ist es definitiv attraktiv, hier anteilig Litecoins wieder zu verkaufen, um natürlich auch ein bisschen das Risiko aus dem Investment rauszunehmen. So, ist letztendlich aber anders gelaufen als erwartet, was gut für uns ist, aus bullischer Sicht natürlich. Denn übergeordnet ist das natürlich jetzt ein bärisches Korrekturlevel. Und was wir eigentlich aus ja, marktverständlicher Sicht erwartet haben, ist, zeichnen wir es einfach mal nach, dass er eben hier, wie er es gemacht hat, hochkommt, eigentlich hier die Reaktion zeigt und dann wieder runterstürzt. Ja, dass es hier eben den Abverkauf der Big Player wieder gibt, weil sie eben auch schon einen Haufen Profit sitzen. Genau das hat er nicht gemacht, hat letztendlich hier eher einen Seitwärtstrend, so eine Seitwärtsstabi aufgebaut und schleicht sich hier so langsam hoch, das ist relativ atypisch, dementsprechend aber auch ein gutes Zeichen, dass wir hier nicht unbedingt mehr eine Reaktion sehen werden, zumindest nicht in den unteren Leveln, also was ich hier eher erwarten würde, wäre sprich, dass wir hier noch so ein bisschen rumdümpeln, dann hier hochziehen und dann sogar etwas überkorrigieren oder wenn, dann eher hier eine Reaktion an den oberen Leveln zeigen und dann runterstürzen und uns nochmal ein bullisches Korrekturlevel anbieten. Und von da aus können wir dann wieder hochziehen. Das wäre einerseits natürlich mein Wunschdenken, aber natürlich auch das, wonach es aktuell aus charttechnischer Sicht aussieht. Wir können daher auch einmal die Aufwärtsbewegung nachzeichnen. Löschen wir das hier einmal alles wieder raus. Denn so einen leichten bullischen Aufbau haben wir hier schließlich. Sprich, zeichnen wir das einmal mal nach. Dann hätten wir die Ziellevel hier oben und ja, da sehen wir schon wieder das Augenmaß, wie viele Stunden man dann eigentlich vom Chart verbracht hat, ohne dass man die Tools überhaupt benutzt. So, um das nochmal nachzuzeichnen,
Das wäre dann die gewünschte Aufwärtsbewegung. Ja, und wir sehen dann schon hier, es überschneidet sich, also genauso wie ich es vorher eigentlich eingezeichnet hatte, dass es eher ein bisschen überkorrigieren soll oder hier zumindest an den oberen Leveln der Markt landen sollte, um dann zu reagieren. Und das ist auch die normale, gesunde Reaktion, wenn man eben, wie gesagt, so eine Aufwärtsbewegung, eine Aufwärtssequenz abarbeitet. Ja, sprich, was wir jetzt eigentlich erwarten, ist, wie gesagt, genau das, was ich eben vermutet habe, hier hoch in die Sequenz, in das Sequenz-Ziellevel runterkommen, uns ein bullisches Korrekturlevel anbieten, um dann in Zukunft weiterzuziehen. Ja, eine Glaskugel habe ich jetzt nicht. Ich werde euch dementsprechend nicht sagen können, wann dieses Szenario stattfindet. Das kann keiner. Leute, die wirklich sowas predikten, das ist Murks, das ist Scam, das ist Clickbait. Da braucht ihr kein Gift drauf zu nehmen, das ist alles nur Blödsinn. Also aus reiner charttechnischer Sicht, aus der technischen Analyse ist das genau das, was wir jetzt aktuell haben und was wir erwarten und natürlich auch gleichzeitig erhoffen, dass genau das passiert. Dann hätten wir nämlich wieder ein bullisches abgearbeitetes Level, ein bullisches Korrekturlevel und das ist dann natürlich auch wieder ein Zeichen, dass es langfristig nach oben gehen kann. Wie gesagt, bärisches Korrekturlevel noch im Bereich 160 bis 175 Dollar, Ziellevel des vermeintlich bullischen Aufbaus hier bei 175 bis 185. Da ist es wichtig, dass der Markt erstmal bis dahin kommt, natürlich auch dann eben diese bärischen Level hier bricht und nicht bereits am Anfang der bärischen Level reagiert, das wäre sehr, sehr schön, denn ansonsten sollte das der Fall sein, wir sehen die Reaktion hier, kann es natürlich auch sein, dass der Markt nochmal ordentlich abstürzt. Kann ich mir so aber aktuell nicht vorstellen, denn es ist relativ atypisch, wie der Markt sich hier verhält durch diese Stabi-Phase und den langsamen Aufbau, also das hätten wir ansonsten gesehen, wie das, was ich als erstes eingezeichnet habe, sprich, dass er hier direkt hochkommt und dann hätten wir ihn reagieren sehen wollen. Genau das hat er aber nicht gemacht. Das ist gut, dass er das nicht gemacht hat, sondern es ist sehr gut, wie der Markt sich hier aktuell verhält. Genau das soll der Litecoin machen. Genauso wollen wir ihn sehen. Nichtsdestotrotz können wir aus Entry-Sicht jetzt nichts machen. Sprich, wir müssen einfach abwarten, wie der Markt sich jetzt hier verhält. Ja. Wenn er das erfüllt, was er machen soll, sprich hier hochgehen, Ziellevel abarbeiten, bullisches Korrekturlevel anlaufen und dann weiterziehen. Das ist das, wonach es gerade aussieht. Gleichzeitig natürlich auch mein und unser aller Wunsch denken, dass es generell mit dem Kryptomarkt wieder bergauf geht. Nichtsdestotrotz habe weder ich noch irgendjemand anders eine Glaskugel und kann schon sagen, wann das Ganze eintreffen wird oder ob es überhaupt so eintreffen wird. Das ist nur laut technischer Analyse das Höchstwahrscheinliche, was eintreten könnte oder eintreten sollte. Von daher bleibt es auf jeden Fall um den Litecoin weiterhin spannend. Props auf jeden Fall an die, die Litecoin da wirklich bei ca. 105 Dollar nochmal gecatcht haben. Ich habe das leider verpasst. Ich bin, glaube ich, bei 120 Dollar nochmal eingestiegen. Nichtsdestotrotz bin ich auch damit schon leicht im Profit. Und ich denke nicht, dass wir noch großartig bessere Deals kriegen werden. Also, dass Litecoin wirklich nochmal unter 100 Dollar stürzt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Dann müssten wir noch einen weiteren Crash sehen, der es nochmal ordentlich in sich hat. Das sehe ich aktuell aber noch nicht. Nichtsdestotrotz, wie wir hier sehen und wie es eigentlich in allen Kryptomärkten auch der Fall ist, haben wir aktuell einfach noch einen Kampf zwischen Bullen und Bären. Wir hoffen natürlich langfristig, dass die bärischen Level gebrochen werden und wir langfristig wieder bullische Struktur aufbauen können. Nichtsdestotrotz ist es momentan einfach noch eine Achterbahnfahrt, denn wir müssen ja auch übergeordnet denken. Und wenn wir hier mal wieder ein bisschen zurückkommen, wir haben hier oben immer noch ein bärisches Korrekturlevel von der gesamten Abwärtsbewegung. Das heißt, es wäre natürlich nur untergeordnet im Timeframe bullischer Aufbau. Nichtsdestotrotz ist übergeordnet dieses Level hier immer noch interessant. Da kann immer noch einiges passieren. Für uns erstmal aber wichtig, was macht der Litecoin hier? Ja, was macht er in diesem Level? Reagiert er vorerst oder zieht er hoch bis zu den Ziellevel? Das wäre das wirklich Beste für den Litecoin. Und dass er uns danach ein bullisches Korrekturlevel anbietet und weiterzieht. Ja, soviel zum Litecoin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.